Terminus Kaelis? Das scheint so zu sein. Das scheint, als wären da zwei Bosse drin. Und ein Herz. Oh je. Oh je, oh je. Starten wir hinein. Gut. Ein Puzzleteil. Wege, die sich bewegen? Ja, anscheinend bewegen sie sich. Ich will die Fähigkeit haben. Oh, Stab, komm her. Stab, Mann. Wo ist der hin? Wo ist der? Der ist doch nicht ernsthaft jetzt gerade gestorben, oder? Ich will den Stab als Fähigkeit haben. Der Stab als Fähigkeit ist so gut. Dankeschön. Fähigkeit drauf. Oh yeah. Das gefällt mir. Gut. Nicht einquatschen lassen. Puzzleteil mitnehmen. Durch hier. Ein paar Bomben. Da war ein Tröpfli bei. Halb so wild. Kleine gemeine Räume. Die anscheinend irgendwelche Symbole machen. Ein Käfer. Dora! Au. Bye, Feinstein. Okay. Der Weg wird durch einen Nix markiert. Ja, ja, ich sehe schon. Oh. Okay. Warum sind die eingesperrt alle? Das ist nicht gerade nett. Wenn ihr mich fragt. Ah! Hm. Batterie. Bumerang. Batterie. Gut. Das ist ein Bonus. Gut. Holen wir uns den Bonus und dann schauen wir mal, wie weit der Weg noch zum Boss ist. Okay. Wir sollen da durch. Mit dem Schlüssel in der Hand. Da oben hin. Dreht sich der Block hier, oder? Ha! Oh, das ist... Okay, das ist fies. Weg damit. Wir müssen nochmal machen. Das war gemein. Das war gemein. Na, nimm den Schlüssel. Fall hinunter. Auf den Schalter. Das Ding fährt hoch. Und springen. Oh, knapp. Ah, wir haben das Puzzleteil des Levels. Sehr schön. Hui. Damit dürfen wir jedes einzelne Puzzleteil im Spiel haben. Bisher. Knuckle Joe. Steinfein. Stein. Bisschen Psychomagie. Huh. Da hätte da was sein können. Ich habe es nicht mehr gesehen. Oh. Die hat mich vor, zu zerquetschen. Das war nicht gerade nett. Aber diese Blöcke kreieren eine Treppe anscheinend. Hm. Braucht ihr noch Heilung? Nein. Können wir runterfallen und sterben? Oder ist irgendwann noch was versteckt? Hey, guck mal an. Ist da Sachen noch was versteckt gewesen? Bist du das an Sternen? Münzen. Okay. Uns fehlt von den drei Meisterinnen noch ein Gegner. Und zwar die wohl älteste. Ich nehme mal an, das sind Schwestern. Und wir bekommen sogar Fähigkeiten gestellt. Alle interessanten Fähigkeiten, abgesehen von Bonkers. Ich hätte gerne Bonkers gehabt. Okay, legen wir mal kurz mal unsere Gruppe ab. So, ich will starten. Ich will nämlich bestimmt den Stab haben. Ich möchte dabei haben, auf jeden Fall, eine Fähigkeit, die mich boostet. Und zwar gut boostet. Ich würde sagen, ja, eine Elektrofähigkeit wäre nicht schlecht gewesen. Ja, wir nehmen die Elektrofähigkeit mit. Stab mit Elektrofähigkeit, bitte.
Mal oben. Dankeschön. Gut, dann als nächstes. Als nächstes. Wen nehme ich alles mit in den Kampf? Ich glaube, ich möchte mitnehmen... die Strahlhex. Aus dem einfachen Grund, sie ist ziemlich gut. Sie kann heilen. Theoretisch heilen, also hinstellen, das ist praktisch. Und ich möchte mitnehmen... dich, den Blitziblank. Und ich möchte mitnehmen Dara. Statt dem Waddle. Waddle die, Waddle du, Waddle die. So, wir sind geboostet. Alle sind geboostet, wie sie können. Also gar nicht. Dann schauen wir mal. Wir können nicht runterlaufen, okay. Ab in die Tür. Den dunklen Herzen folgend. Auf der Suche nach den dunklen Herzen haben die Freunde einen mysteriösen Altar entdeckt. Oh. Halt, du rosa Ding, du. Hi. Du hast Herzchen an deinen Handschuhen dran, ist cool. Ich hätte ja nicht gedacht, dass du deinen Besuch auf Störbastion überlebst. Und dann hast du auch noch Franzi und Berger bezwungen. Oh, die heißen Franzi und Berger, süß. Wer ist du dann? Party? Oder heißt du Sahne? Aber jetzt reicht es endgültig. Lord Tynes hat einen Wunsch. Und zwar, dass niemand mehr dazwischen funkt. Ihr versteht, Funken wegen Blitzen und so? Ah, gut. Blitzender Untergang, Partisane. Sie ist schnell. Und sie blitzt. Blank. Okay, wir müssen mal ausweichen. Au. Ich will mal meine Fähigkeit aufladen. Mal schauen, ob ich die erwischen kann. Au. Jau. Ich glaube, es ist gar nicht mal so dumm, einen Heilerball zu haben. Aber die fliegt ganz halt über den Boden. Das heißt, man kann sie gut treffen mit dieser, mit dem Angriff hier. Was plant sie? Mädel. Nicht nett. Das ist aber ein ganz schön böser Angriff. Meine Herren. Au. Okay, ihr Muster zu lernen könnte schwieriger werden. Wenn ich auch wüsste, was sie für eine Schwäche hätte. Ist es Erde, die sie als Schwäche hat? Wer weiß das schon. Gut, einmal heilen bitte. Danke. Und dann... hammer drauf. Genau so. Leute, ich glaube, ihr tanzt zu früh. Ihr tanzt zu früh. Definitiv. Hilfe, Heines. Stö? Interessante Textbox. Im Gegensatz zu den anderen Leuten hier. Holy crap. Was geht hier vor sich? Das ist kein Stück creepy oder so. Du bist mir im Weg. Wow. Nicht cool, Mann. Nun, es scheint, uns fehlt die Energie. Den dunklen Herrn zu erwecken, bedeutet dies für uns auf alle Zeit in Vergessenheit zu geraten? Du bist creepy. Du bist irgendwo Zelda-creepy. Und ich meine jetzt Dunkelheit Zelda-creepy. Nein. Nein. Nein, nein, nein und nochmal nein.
Nein, 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 nein. Sorry, Leute. Okay, jetzt bist du aber definitiv sehr creepy. Du hast gegrunzt wie ein Schwein. Nein, 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 nein. Warum? Darf ich das bitte noch nacheditieren? Bitte. Fürs Ende des Parts, bitte. Leute, ich mache es auf jeden Fall. Niemals! Hier sind die Meister der Kraft. Wow, okay. Du sprichst mir persönlich ein wenig zu schnell. Chill. What the fuck ist du alles gequatscht da gerade? Das werde ich mir alles mal im Nachhinein anschauen müssen, meine Herren. Dunkler Herr, sei willkommen! Was? Schnaub. Das ganze Spiel ist so mega langsam von Textboxen her und du quatschst hier alles zu Tode. Willst du mich verarschen oder so? Alter! Dir ist ja wohl klar, was jetzt passiert. Nein. Es gibt eine klare Botschaft für alle, die die heilige Zeremonie unterbrechen. Wir möchten dich freundlich bitten, auf alle Ewigkeit zu verschwinden. Ritual ist des Unheils. Heinus. Okay, der Kampf nicht mehr richtig angefangen und er ist schon bald tot. Geil. Er hat ein merkwürdiges Battlefield, möchte ich sagen. Aber ich treffe ihn nicht. Sehr, sehr merkwürdiger Typ. Jetzt zum Ge- Oh, du machst Feuer auf dem Boden, du machst Feuer auf dem Boden. Das sollte ich mir merken, das macht Aua. Au. Au, au, au. Aber du hast verschiedenfarbige... Au, du machst Elemente. Ganz viele Elemente. Stö. 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 What the hell bist du denn? Okay. What the hell? Sind die drei Damen aber nicht mehr so feierlich? Ich greife in die falsche Richtung an. Ich sehe mich nicht. Ich sehe mich nicht. Es passiert so viel hier. Dorazon. Oh, verdammt. Beleben. Was ist das für ein komischer Bosskampf? Meine Fähigkeit. Okay, er hat also die drei nur als Schutzschild, aber wir müssen quasi weiterhin ihn angreifen. Okay. Er hat einen Freundesring, wirklich. Schnell aus dem Weg, schnell aus dem Weg, schnell aus dem Weg, schnell aus dem Weg. Ah, schnell aus dem Weg. Schnell aus dem Weg. Er springt aber nicht, oder? Ha! Okay, das ist unfair, Mann. Das kannst du nicht bringen. Doch, schon wieder tot. Alter. Alter, das kannst du nicht bringen. Au. Oh, ich habe gerade eine random Fähigkeit bekommen. Peitsche. Ah, schade, hätte ich nochmal bekommen. Das wäre super gewesen. Leute, einmal kurz buffen. Oder heilen, genau. Heilen ist nicht schlecht. Hier einmal Heilung für alle. Oh, was hat der jetzt für ein scheiß Schild? Ah, come on. Nicht nett. Er benutzt sie als Schild. Au. Okay, man kann ihnen auch keinen Schaden hinzufügen. Aha. Okay, danke, Dora. Ist ein ekelhafter Bosskampf. Du! Wie konntest du mich nur bezwingen? Mich, Lord Heinus, du siehst komisch aus, hast eine komische Nase und bist ein richtiges Drecksvieh. Bist du ein Chamäleon? Du hast Chamäleonaugen. Ah. Ein Opfer für unseren dunklen Herrn. Warum werden Kirby-Games eigentlich immer so düster? Das ist es, ein Opfer.
Aber welches nur? Dich? Es bleibt eigentlich nur eine Möglichkeit. Hört mich, Wächter der großen Magie. Da fehlt nicht eine? Hm. Ich rufe euch an. Ihr habt Feuer, Elektro und Eis. Wasser fehle. Hm. Oder? Nee, Wind. Oh. Nicht cool, Mann. Nicht cool. So soll es geschehen. Nehmt mein Opfer an. Ich gelobe ewige Treue. Mein dunkler Herr der Zerstörung. Ein Opfer, auf das ihr endlich in unserer Mitte zurückkehren könnt. Er steht auf, Heldenzerstörer. Er steht auf, Void Termina. Wer? Void Termina. Moment, bevor wir da reingehen. Ich habe zum einen keine Fähigkeiten. Oh, hi. Hey, wir kriegen Fähigkeiten geschenkt. Cool. Wenn wir den einen benötigen. Ich bin ein Ninja. Yay. Kannst du mal kurz waffen? Oh yeah, wir kriegen auf jeden Fall Fähigkeiten. Und werden geheilt. Das ist sehr schön. Dora? Dankeschön. Ah, schönes Chakra-Schwert hier. Einmal bitte geheilt werden, dankeschön. Hi, Steini. Hi, Steini. Gut, gehen wir weiter. Fliegen wir. Superstar Allies. What? Weiter geht's. Noch eine Welt?